Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Clash of Clans und wir haben heute nochmal Dorfbesuche, die zweiten Dorfbesuche an einem Tag. Ich habe ja nochmal gesagt, ihr könnt euch unter dem Video bewerben, unter dem Dorfbesuche-Video und jetzt wollen wir das mal machen. Matthias ist jetzt leider nicht mehr mit dabei, aber das soll uns nicht davon abhalten, ein paar Leute noch zu besuchen. Ich meine, Matthias liest sowieso nur die Kürzel vor. Er sagt ja immer, ist halt eine Base. So, wir klicken mal drauf und gucken mal, dass wir jetzt einen Gewinner kriegen. Haben wir ja auch. So, dann schauen wir mal nach. Spieler suchen. Also, PCYYOOU8. Das ist der erste. Ich hoffe, ich habe keinen doppelt, aber Ostseekutter 1, der Clan, das hätte ich gemerkt. Areset, glaube ich. Oder Erset, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das unser erster. Wir gucken mal drauf. 179 Millionen, 201 Millionen Gold und Elixier. Was ist denn bei heldenhaft gehamstert? 606.079 Dunkles. Und er ist Rathaus 9er, 284 Sterne, Level 7 König, Level 9 Königin. Eine Königin, die höher ist als der König jetzt schon. Okay, bei Rathaus 9 ist das überraschend, weil du ja eigentlich bei Rathaus 8 ja nur den König hast, beziehungsweise bei Rathaus 7 ja auch. Okay. Wir besuchen ihn mal. Gucken mal, was er denn so hat. Oh, sieht aber gut aus. Das sieht aber schon gut aus. Alles auf Level 9, allerdings auch, na gut, einiges auf Level 8, einiges auf Level 9 an Mauern. Das ist aber okay. Wenn du als Rathaus 9er die Mauern noch teilweise auf Level 8 hast, ist das absolut okay. Das ist okay, da spricht nichts gegen. Sehr aufgeräumt außen, sieht man auch nicht oft, dass man wirklich alles, ja, außen wegmacht, auch die Spezialhindernisse, aber gut, jeder wie er es wieder, wie er es mag. Da gibt's ja keine Regeln. Königin pennt, er baut gerade den X-Bogen aus, der andere ist schon, oh, maxed für das Rathaus, perfekt. Luftabwehr sehe ich schon sehr gut aufgestellt, genauso wie die Minenwerfer, die sind auch schon ganz gut aufgestellt. Die Magiertürme sind auch gut verteilt, schützen schön die Lager. Ansonsten, es gibt eigentlich bei dieser Base gar nicht so viel, was ich sagen kann, was mir jetzt hier nicht gefällt. Bombentürme, beziehungsweise Bombenturm, sehe ich auch ganz gut positioniert. Kanonen und Bogentürme sind ja meistens immer so ein bisschen außen. Das ist, finde ich, auch gar nicht mal schlecht, vor allem natürlich durch die Reichweite. Der Bogentürme hast du da relativ viel, was du abdeckst. Den baut er noch aus. Ist schon auf Rathaus, das meiste ist schon auf Rathaus 9 Niveau. Natürlich, klar, du musst die Mauer noch nachziehen, du musst die Helden noch machen. Aber ansonsten ist das wirklich eine super solide Base von Areset von Ostseekutter 1. Moment, den Clan gucke ich mir nur eben an. Moin! Gegründet wurde der Clan am 8. Juni 2016. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Spielern, die aktiv sind, die aktiv dabei sind. Also wenn ihr noch einen Clan sucht, dann guckt da auf jeden Fall mal rein und wir werden jetzt It's Tolga bewerten. Community-Spieler suchen, das ist die 2... Ach, ja, genau. 2C, 2J, Y, P, U, P, P. Okay, das passt. 60 Kommentare hat er geschrieben. Alter, okay. It's Tolga. Also Tolga von OGs, von den Original Gangsters. 482 Kriegssterne. Okay. Relativ nah dran am Maximum für die Helden eigentlich. 5 Level fehlen noch bei Königin und Warden und 10 Level fehlen noch beim König. Für die maximale... Doch, für die maximale Stufe von Rathaus 11, das passt. Jetzt wird's spannend. Wie viel hat er gefarmt? Okay, fast 600 Millionen Gold und 562 Millionen Elex. Heldenhaft gehamstert. Wobei, was auch immer gut ist, ich glaube, das werde ich jetzt auch noch mit reinnehmen. Die Anzahl der Rathäuser, die zerstört wurden. Das nehmen wir, glaube ich, auch noch mit rein. Zerstöre 250, okay, Bauhütten 5100, Rathäuser, das werden wir gleich da mal vergleichen mit dem nächsten, 1390 und verteidigt. Wo war das denn nochmal? Wo war denn noch einmal das mit der Verteidigung? Wo hatte ich das denn nochmal? Unzerstörbar. Ah, verteidige dich erfolgreich gegen 5000 Angriffe, 891 Verteidigung. Okay, dann gucken wir mal drauf, was denn Tolga so hat. Also, was ich natürlich schon sehe, ist, dass die Mauern alle schon Minimum auf Level 11 sind. Ah, meine Stimme. Nein, nicht, Fred. Nicht die Stimme verlieren. Vielleicht liegt es an dem wenigen Kaffee, den ich jetzt heute Morgen hatte. Ich hatte nur 2 Tassen. Für mich ist das wirklich wenig, aber wir kommen zurück zu diesem Dorf. Die meisten Mauern sind schon auf Level 11, was natürlich schon mal ganz gut ist. Einige sind schon auf Level 12. Das ist natürlich auch schon gut, wenn er die alle schon auf Level 12 zieht, bevor er dann irgendwann hochgeht. Die Verteidigung sieht auch schon gut aus. Ja, so, es ist keine Push-Base, es ist auch keine CW-Base. Was ich vielleicht machen würde,
Wäre hier was vielleicht noch wegzumachen. Magierturm ist ganz gut, nur die Lager sind halt ziemlich weit außen. Vielleicht könntest du das noch hiermit irgendwie tauschen. Vielleicht mit der Kanone oder so, dass du die Lager halt hier hinstellst. Da geht es auch. Da ist auch ein bisschen weit außen eigentlich. Ist halt immer die Frage, was man macht. Aber insgesamt ist die Base auf jeden Fall schon ganz gut aufgestellt. Vor allem musst du ja überlegen, sie ist außen relativ weit. Aber er hat die Lager auch ziemlich weit auseinander. Das ist natürlich auch immer ein Vorteil, ne? Wenn du dann hier oben beispielsweise die beiden Lager holst, dann hast du hier unten die Lager noch geschützt. Also, das sieht alles schon ganz gut aus. Und das hat alles auf jeden Fall auch Hand und Fuß, muss man sagen. Ja, insgesamt finde ich, ist das eine sehr, sehr solide Base. Oder, da guck mal da. Da hat er vier Weihnachtsbäume hingepackt. Hat er sonst noch irgendwas Auffälliges am Rand? Ich gucke hier immer mal so durch. Einige Kuchen, einige Geschenke. Das läuft. Also, Tolga, mach weiter so. Tolga von OGs. Wir gucken auch ganz kurz noch auf den Clan. Willkommen bei... Ach, Old Gangsters. Okay, OG steht eigentlich für Original Gangster. Du bist kriegslustig. Da müsst ihr verdammt richtig. Spendenfreundlicher Clan mit der Aussicht, alles zu zerfetzen. Ja, dann, wenn ihr noch einen Clan sucht oder wenn der OGs-Clan noch jemanden sucht, dann bewerbt euch doch mal. Das Kürzel steht ja da. Und wir suchen jetzt den nächsten raus. Jonas. Clan Bum Bum Boom. Okay, den hatte ich definitiv auch noch nicht. Da würde ich mich dran erinnern. P-J-R-U, Moment, R-9-O-V-U, Jonas, aber wir gucken erstmal drauf, 26 CW-Sterne, das ist natürlich ein bisschen wenig, uiuiuiui, da bin ich ja mal gespannt, 10er König, das ist sehr gut, wir gucken mal drauf, wie viel hat er? Ja, gefarmt, 62 Millionen und 60 Millionen, das ist noch okay. Jetzt gucken wir mal bei Helden. Ah, ne, wir wollten ja gucken bei. Verteidige dich erfolgreich gegen 250 Angriffe. 64 Verteidigungen. Als Rathaus 8er. Ist der gerusht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, warte mal. Wie viel Rathäuser hat er zerstört? 233 Rathäuser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Account besonders weit ist eigentlich. Mein lieber Jonas, es geht. 62 Millionen? Boah, das will ich gleich echt mal mit meinem aktuellen... Ich will dich echt mal mit dem WTF-Account vergleichen, denn da habe ich ja bis auf ein Paket, glaube ich, noch kein Geld reingesteckt. Wie viel ich da gefarmt habe, wie viel ich da zerstört habe, das gucken wir gleich mal nach, aber wir gucken uns erstmal die Base an. Das ist relativ mittig, das ist... Die Clanburg ist auch okay. Fegerlein steht auch ganz gut. Ja, hier, das würde ich nie machen. Also das ist immer das, niemals die Minen und Sammler und so weiter alle nebeneinander, weil dann kommen die Kobolde an und können sich alles auf einmal snaggeln. Hier unten ja das Gleiche. Würde ich vielleicht ein bisschen tauschen. Immer mal wieder eine Kaserne oder vielleicht auch eine Fabrik für dunkle Zauber oder die normale Zauberfabrik dazwischen packen. So eine Kaserne oder vielleicht eine Bauhütte oder so. Wobei die Bauhütten in den Ecken schon Sinn machen, auch wenn das jetzt nicht mehr vielleicht so ganz modern ist, aber das macht trotzdem, finde ich, immer noch Sinn. Und deswegen, ja, würde ich vielleicht eher dann immer so noch was dazwischen packen, damit du halt dann auf der sicheren Seite bist. Aber ansonsten sieht die Base schon mal ganz solid aus. Hier würde ich allerdings sagen, der Turm muss definitiv nach da. Die beiden Türme definitiv tauschen. Bom, bom, bom. Die beiden. Warte mal. Irgendwas gefällt mir noch nicht. Was ich definitiv machen würde. Das Lager auf den Platz. Und das Lager irgendwie auch noch versuchen, ein bisschen mittiger zu kriegen. Ja, das würde ich auch noch versuchen, ein bisschen mit dir. Dann hättest du nämlich mit denen schön das noch ein bisschen weiter da in der Mitte abgedeckt. Aber ansonsten hier auch. Würde ich vielleicht auch da machen und da vielleicht auch noch. Dann hast du zwar den Minenwerfer etwas weiter außen, aber trotzdem hättest du sie dann, ja, besser geschützt, die Lager. So sieht das auf jeden Fall aus. Jonas von Boom Boom Boom. Level 7 Clan, wir gucken mal drauf. Oh, Spielerclan. Willkommen, alle immer hilfsbereit und freundlich. Spendenfreundlich und aktiv. So, wir schauen mal drauf, wie das denn bei mir aussieht aktuell. Wir fragen mal eben an, es hat mir immer noch keiner gespendet. GG. So, ich habe noch zwei Sachen übrig. Zwei Achievements. Ich habe 15 Millionen gefarmt, 15 Millionen Gold und 19 Millionen Elex. Hab aber schon 83 Rathäuser zerstört. Gegen wie viel habe ich mich denn verteidigt? Aber gut, das ist eigentlich 32. Das ist eigentlich nicht ausschlaggebend. Okay, dann nehme ich das, glaube ich, zurück mit dem Geld reingesteckt. Also es ist halt bei diesem Account ein bisschen anders, weil ich ja hier, ja, im Endeffekt keine Verteidigung habe. Die Verteidigung ist alles auf Level 1. Aber wir gucken mal weiter, ob, wenn ich das jetzt gleich noch sehen kann. L88Q
RLRCV müsste das sein? Hydra. Winzer LA. Wir gehen mal runter. 16er König, 16er Königin, also Rathaus 9. Oh, über 200 Millionen gefarmt. Das sieht eigentlich schon mal richtig gut aus. 547 Rathäuser zerstört. Und gegen 83 Angriffe verteidigt. Wobei du da ja auch nicht immer drin steckst, je nachdem, was du halt für eine Base hast. Aber wir gucken mal drauf. 145 TW-Sterne, Hydra. Was zeigt uns deine Base? Okay. Hier sieht man schon, die Base ist schon ziemlich weit. Er hat schon alle Mauern auf 9. Er hat ein paar Mauern schon auf 10, das ist schon mal gut. Immer weitermachen natürlich, dass du da alle Mauern maxst, damit du dann irgendwann weiterkommst. Das ist klar. Aber beide Helden schon auf 16, das ist schon mal sehr gut. Aber diese Base. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Denn irgendwie, ja, keine Ahnung. Sie schützt irgendwie gar nichts. Mein lieber Hydra. Ich weiß nicht so genau, was der Sinn dieser Base jetzt ist, aber irgendwie hat das. Weiß ich auch nicht. Was ist, hä? Ja, wobei andererseits, es wirkt vielleicht auf den ersten Blick, wirkt es etwas durcheinander gewürfelt. Allerdings, wenn man sich das dann mal ein bisschen genauer anguckt, hat zumindest der Magierturm hier die Lager im Griff. Der Magierturm auch. Der Magierturm auch halbwegs. Der auch. Die Minenwerfer sind auch ja, mehr oder weniger symmetrisch angeordnet. Ja. Luftabwehr steht aber allerdings auch mehr oder weniger kreuz und quer. Drei Bauhütten in der Mitte. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was du jetzt mit dieser Base genau bewirken willst. Also ich fände es eher eine. Ja, ist das eine CW-Base? Eher, es ist zumindest eher eine CW-Base als eine normale Base, finde ich. Aber das weißt du wahrscheinlich dann nur selber. Musst du dann mal in die Kommentare reinschreiben, was du mit dieser Base denn genau bezweckst. Einige Geschenke hat er auf jeden Fall. Und ja, das war Hydra vom Clan Winzer LA. Wir schauen mal drauf. Spielerclan. Seit 17.02.2018. Herzlich willkommen im Viertel Winzerla. Winzer LA. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Suche nur einen raus. Tim der Schlaue ist der nächste. Mal drauf gucken. Community-Spieler suchen. YCGYLRGYG. So. Nice, nice. Vom Clan Rive. So. 191 und 195 Millionen gefarmt. 15er König, 12er Königin. Wir gucken mal drauf, auch mal auf die 622 zerstörte Rathäuser und gegen 102 Angriffe verteilt. Heldenhaft gehamstert. Das geht sogar schon. 671.000 heldenhaft gehamstertes Dunkle. Ich glaube, er ist schon weiter. Ich glaube, die Base ist schon weiter. Also jetzt. Ja. Ist schon ganz solide. Ist schon ganz solide. Wobei man eigentlich sagen muss, was man hier sieht, dass er noch relativ frisch ein Neuner ist. Das sieht man nämlich, das sieht man immer, wenn du jemanden besuchst und du siehst direkt, ob es noch ein relativ frischer Neuner ist, nämlich vor allem an den Lagern. Wenn die Lager noch nicht so ganz so hoch sind, da, ne, LS, das neue Lager, was man bekommt, daran siehst du das. Und hier sehen wir natürlich auch noch ziemlich viele Gebäude, die auf dem Stand sind von Rathaus 8 Maxed. Aber auf jeden Fall gut. Ziemlich viel außen an Zeugs, also ist ja auch gut. Wenn man außen so ein bisschen Gerümpel noch hat, aber wenn es nicht stört, dann ist das auf jeden Fall gut. Sieht auch gut aus. Base, finde ich, sieht auch nicht schlecht aus. Wir gucken mal eben. Magiertürme gucke ich immer als erstes drauf. Weil die bei einer Farmbase einfach so mega wichtig sind. Was du machen könntest. Was du machen könntest. Du nimmst einfach dein Goldlager und dein Elixierlager, packst die dahin, wo die Magiertürme sind, und stellst einen Magierturm hier hin. Weil dann hättest du die beiden direkt geschützt. Aber ansonsten, die Luftjäger finde ich gut platziert. Die X-Bögen sind in der Mitte, was natürlich auch mal gut ist. Das Dunkle, extrem mittig, das willst du natürlich unbedingt schützen. Das ist im Endeffekt das wichtigste Gut als Neuner. Weil du ja damit die Helden auf jeden Fall hochziehen kannst und auch natürlich auch im Labor die Truppen. Klarenburg ist relativ mittig. Insgesamt muss ich sagen, Luftabwehr schön verteilt. Minenwerfer sind auch schön verteilt über die Base. Genau natürlich hier, das hat auch alles Hand und Fuß. Kanonen, ja, ein paar außen ist aber auch nicht schlimm. Bei Kanonen finde ich das gar nicht mal schlimm, wenn die hinter der Mauer sind. Also beziehungsweise in diesem Fall ja vor der Mauer, außerhalb der Base. Finde ich gar nicht mal schlimm. Oh Gott. Bevor ich jetzt hier noch abkratze während der Folge. Nein. Also eine sehr, sehr schöne Base. Auf jeden Fall von Nice. Spielerclan. Rive. 28.07.19. Neuaufbau.
CW-freudige Spieler sind herzlich willkommen. Okay. Wir gucken mal weiter. Einen machen wir noch. Und zwar Clan. Community Spieler suchen. Wen haben wir denn? Heroes. Ich weiß nicht, ob ich den schon hatte. 9. 8. Boah, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich den schon hatte. P. G. C. J. VP. Wenn ich den Clan gleich sehe, werde ich es wissen. Hopp. Ah, habe ich einen Fehler drin. Da haben wir einen Fehler drin. Da haben wir eine Zahl zu viel. P. 8. 9. P. G. C. J. VP. So, komm, bitte. Ja, hatte ich schon, glaube ich. Ja, den hatte ich schon. Den hatte ich schon. Deswegen gucken wir weiter. Tut mir leid, mein lieber Heroesmith, da habe ich mich noch dran erinnert. Suman Shrestha. Community Spieler suchen. 2 P V J 9 J 8 Y. Habe ich mich vertan? Moment. Kein Grund zur Sorge. 2 P V J 9 J 8 Y. Okay. Der Clan heißt der Jäger. Mit E. Der Jäger-Clan? Das ist jetzt natürlich. Keine Ahnung. Tut mir leid, ich finde dich nicht. Deswegen müssen wir weitergehen. Ich kann jetzt ja nicht ultra lange danach suchen. Not Risky YouTube. Okay. 928 PGL9 CV. Okay, wir gucken mal. Berlin All-Stars. 10er König, 10er König, 5er Königin. 803 und 795 Millionen gefarmt und er hat. Au, 638 Rathäuser schon zerstört und sich gegen 274 Angriffe verteidigt. Wir gucken mal drauf. Wir gucken mal erst auf den Clan. Aktiv und freundliche Clan-Mitglieder. Leute, ihr habt einen Schreibfehler in der Clan-Beschreibung. Leute, Clan-Mitglieder bitte verbessern. Okay, wir gucken mal drauf. Also, Spielerprofil. Ach, bin ich mal beim Alten. Nein. So. Nicht, dass wir jetzt hier den Falschen haben. War das denn die Clan-Beschreibung? Oh, das war die alte Clan-Beschreibung. Okay. Suchen aktive Leute, die Spaß an einer guten Gemeinschaft haben. Krieg aktuell. Okay, das ist zensiert. Clan-Spiele gerne. Wenn ich jeden Tag unbedingt den Zwang verspürt, spielen zu müssen, aber Spaß dran hat, ist hier gern gesehen. Das ist doch mal eine richtig schöne Clan-Beschreibung. Ja, das war dann eben der andere, aber das ist. Natürlich war das richtige Profil, was wir besucht haben. Eben. Okay. Ich kann den Namen halt nicht aussprechen. Deswegen tut mir leid, wenn ich deinen Namen jetzt. Wir nennen ihn jetzt einfach noch Not Risky YouTube. Und. Ja, muss ich allerdings sagen, Junge. Bitte nachziehen. Hier, ne? Level 5. Das sind ja die neuen Mauern. Aber hier die alten Mauern auf jeden Fall auch erstmal alle auf 8. Ganz wichtig. Beziehungsweise jetzt erstmal alle auf 7. Also auf diesem Level. Dann alle auf 8. Und dann sehen wir mal weiter. Denn die Gebäude, das sieht man. Ja, gut, bis auf die jetzt hier. Aber die meisten Gebäude, zum Beispiel hier wieder Magierturm, die Kanonen, die Bogentürme. Die Minenwerfer, das sehe ich direkt, das ist Rathaus 8 Maxed und das ist schon mal gut, dass du dann als Rathaus 8 Maxed hochgegangen bist. Denn von der Base, finde ich, ist das auf jeden Fall schon mal ganz solide, was natürlich immer ganz gut ist. Ah, ich würde den noch ein bisschen tauschen. Den würde ich vielleicht noch ein bisschen nach rechts rüberziehen, von der Ausrichtung her. Aber ansonsten sieht das schon mal sehr gut aus. Beide Feger in der Mitte, König und König in der Mitte und die Klarburg ist auch ganz gut positioniert, genauso wie das Dunkle. Also insgesamt auf jeden Fall, mein lieber Not Risky YouTube, eine richtig solide Base. Aber hier oben, das würde ich auch niemals machen. Bitte nicht alles nebeneinander stellen. Immer was dazwischen. Zumindest irgendwie, weiß ich nicht, eine Kaserne oder irgendwie sonst was dazwischen packen. Denn sonst hast du wirklich, sonst kommen die Kobolde an und bedanken sich und räumen dir mal eben alles weg. Vor allem natürlich die beiden Bohrer für Dunkles. Die musst du ein bisschen verteilen, denn sonst hast du da auf jeden Fall auch, ja, sonst verschenkst du viel, ne? Und man sieht auch erst frisch 9er, ich hab's ja gesagt, man sieht's immer an manchen Gebäuden, wie die Luftabwehr, die natürlich rausragt, die andere Luftabwehr schon Level 5, die ist gerade mal Level 2 oder hier, die sind schon Level 11 und das ist gerade mal Level 2, also das sind die Sachen, die man halt neu dazu bekommt, wenn du die
von 8 auf 9 gehst. Aber bleib da auf jeden Fall dran. Und das ist halt eine geile Zeit. So was, wenn du frischen Rathaus 9 bist oder generell frischen Rathaus hochgehst, das ist die geilste Zeit in Clash of Clans, weil du immer so viel Neues zu entdecken hast. Und ja, damit sind wir am Ende von dieser Episode Dorfbesuche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne ein Abo da und guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal, wie gesagt, und aktiviert die Glocke. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.